Ja, sag mir deinen Twitter-Namen und ich sag dir, wen du wählst. Ja, so oder so ähnlich funktioniert unser Profilomat. Das ist so eine Art Wahlomat für Faule vielleicht. Der analysiert eben die Tweets eines Twitter-Nutzers und versucht eben auf Basis von denen, mithilfe eines neuronalen Netzwerks, das wir mit Machine Learning trainiert haben, werden die anderen gleich noch ein bisschen genauer erklären, wie, versucht eben damit Nähe zu einer politischen Partei, ja, zu erkennen. Genau. Um das Ganze mit Machine Learning zu machen, brauchen wir erstmal Testdaten, an denen wir das neuronale Netzwerk trainieren können. Dafür haben wir uns vom Bundestag eine Namensliste aller Bundestagsabgeordneten besorgt und anschließend dann Twitter-Accounts auf diese Namen gemappt. Und so hatten wir dann eine Liste mit allen Twitter-Accounts, vollen Namen und der Fraktion. Wir konnten uns dann von jedem einzelnen Twitter-Account, ich glaube, 200 Tweets runterladen. Das macht dann am Ende etwa 30.000 Tweets, weil wir auch noch zum Beispiel Kandidaten von der AfD drin hatten und hatten dann eine Datenbank von mehreren Megabyte an Text, mit der wir unser neuronales Netzwerk trainieren konnten. Ja, als nächstes stelle ich euch unsere fertige Anwendung vor. Ihr seht es auf dem Bildschirm, die Website, die man auch erreichen kann unter der URL oben. Bitte nicht jetzt, sonst stürzt am Ende noch alles ab. Wir sehen hier runterscroll live die Tweets von Politikern, die live an unserer Website angezeigt werden. Das sind die letzten Tweets, man sieht auch die Uhrzeit. Und man sieht oben in dem oberen Kreis die echte Fraktion der Politiker, das heißt, was sie wirklich sind. Und unten drunter sieht man, welche Prognose unser Netz stellt, was anhand des Tweets der Politiker wahrscheinlich für eine Fraktion angehört. Und wenn ich einfach mal so durchscroll, erkennt man mit einer erschreckend hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Prognose korrekt ist. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber kein System ist perfekt. Und weil das natürlich jetzt nicht das Spannendste ist, kann man auch noch eigene Twitter-Profile analysieren lassen. Zum Beispiel, jetzt müsste ich bitten, dass du mal kurz beiseite gehst, weil, danke. Zum Beispiel analysieren wir jetzt einfach mal den Twitter-Account von JugendHackt. So, wir laden jetzt die letzten 200 Tweets, die JugendHackt gemacht hat, runter und analysieren daher, welcher politischen Fraktion es am ehesten angehören würde. Und auf unserem wunderschönen Graphen erkennen wir jetzt, dass JugendHackt am ehesten Bündnis 90 den Grünen angehörig ist, mit 99% Übereinstimmung. Ja, für die eben dieses Wort Machine Learning verwirrt hat. Wir haben tatsächlich versucht, durch maschinelles Lernen auf diese Ergebnisse zu kommen und demnach das den Fraktionen zuordnen zu können und diese Tweets zu klassifizieren. Sprich, wir haben quasi Konzepte genutzt, wie halt auch der Mensch denkt. Wir haben quasi eine künstliche Intelligenz erschaffen. Sprich, wir haben diese Tweets genommen, haben die Wörter, die Stichwörter quasi rausextrahiert, haben geschaut, wo es Gemeinsamkeiten und das Ganze basiert wirklich auf Grundlagen, wie der Mensch halt auch denkt. Also wir hatten in dem Fall 16.000 künstliche Neuronen und wir haben damit auch einen Server für mehrere Stunden beschäftigen können. Ja, also wir hatten noch eine Android- und iOS-App geplant, aber sind die fertig geworden eigentlich? Jein. Also wir bekommen schon die Daten von dem Server, das klappt alles. Allerdings hatten wir nicht mehr genug Zeit, die richtig darzustellen. Und mein Akku ist jetzt auch leer gerade durch das ganze Testen, aber ja, leider noch nicht ganz fertig, aber es sieht eigentlich ähnlich aus wie auf der Website, halt nur dann später schöner, wird auf der Website auch noch ein bisschen schöner aussehen. Und genau. Ja, und zu den Apps hatte ich mich nochmal an einen Discord-Bot gesetzt, der via Discord auch auslesen kann, die Tweets. Nur der ist leider aufgrund von Zeitmangel noch nicht fertig. Und abschließend lässt sich vielleicht noch dazu sagen, gut, ob das jetzt wirklich ein gutes Mittel gegen niedrige Wahlbeteiligung ist, ist vielleicht eine andere Frage, aber es ist trotzdem definitiv interessant zu sehen, wie viel sich auch aus einfach den Wörtern, die in Tweets verwendet werden und irgendwie gewissen Zusammenhängen, wie klar und wie eigentlich erschreckend gut sich daran erkennen lässt, eben ja, welcher Partei diese Person angehört oder nahe ist. Genau. Und wenn jetzt noch ein paar Leute wollen, könnt ihr gerne eure Twitter-Handles sagen und wir können mal nachschauen, was rauskommt. Gibt es Freiwillige? Freiwillige vor. Wer will analysiert werden?
Node Forum. Dann erlaubt mir mal kurz. Habe ich das so korrekt? Okay, probieren wir es mal. Es lädt und wir analysieren wieder jetzt 200 Tweets von Node Forum. Ist es ein englischer Twitter-Account? Na, das ist problematisch. Englische Twitter-Accounts werden nicht unterstützt, weil wir nur die deutsche Sprache analysiert haben. Das heißt, bei englischen Twitter-Accounts wird immer irgendein relativ zufälliger Quatsch rauskommen dann. Deshalb nur deutsche Twitter-Profile analysieren. Oder wundern, warum man irgendeiner Partei angehört, der man gar nicht angehört. So, danke für Aufmerksamkeit. Okay, schönen Dank nochmal. Kleinen Applaus an euch.